Was erreicht man auf einem neuen Account im Juli in FIFA 23 mit 100.000 FIFA Points? Und das Ganze nur in einer Stunde. Wir starten rein in das Experiment und gehen rein in ein fettes Pack Opening auf diesem Account. Werden dann mit all den Karten, die wir hier ziehen, ein saftiges Team bauen und natürlich auch noch, wenn es die Zeit zulässt, die ein oder andere SBC abschließen. Und dann schauen wir mal, was wir hier im Juli in FIFA 23 für ein Team hinbekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hoffe natürlich auf den ein oder anderen Shapeshifter im Pack. Und wir ziehen das Ding durch zur 100k Lightning Round. Heißt, wir öffnen 50 Packs davon. Und da sollte doch der ein oder andere gute Spieler dabei sein. Zum Beispiel Karim the Dream. Benzema mit einer 91er Bewertung. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr knackig. Das hilft uns auf jeden Fall schon mal gut weiter für SBCs. Ich werde alles im Verein speichern, denn wir werden dann auch mit den Karten dann noch, wie gesagt, die SBCs machen. Mein Ziel ist, beide Icon-Picks noch abzuschließen. Das wäre sehr, sehr geil. Ansonsten gibt es noch den Jahresrückblick-Pick. Es gibt noch das TOTS oder TOTS Moments Pack, was ich auch gerne abschließen möchte. Also in erster Linie ziehen wir jetzt erstmal eine Menge Packs, bis wir richtig viel Futter im Verein haben. Und alles, was wir dann nicht mehr brauchen, werde ich dann natürlich verkaufen und mit den Coins, die wir dadurch erwirtschaften, ein saftiges Team zusammenbauen. Wenn euch das Ganze gefällt, dann drückt jetzt auf Abonnieren. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, die meisten von euch Legenden haben meinen Kanal mit Sicherheit schon abonniert. Und auch du willst bestimmt Legendenstatus erreichen. Also drück jetzt kostenlos auf Abonnieren, würde mich absolut freuen und supporten. Da war auf jeden Fall schon mal, ja, nicht der beste Stuff drin. Dementsprechend wird das erste Shapeshifter-Pack. 3, 2, 1, wir warten noch drauf. 100.000 FIFA-Points bedeutet 1.000 Euro ungefähr. Da muss doch der ein oder andere geile Kracher dabei sein. Wenn ihr auch mal wieder wollt, dass ich das Ganze ohne FIFA Points auf einem neuen Account mache, dann eskaliert auf jeden Fall heute mit den Likes. Ich würde mich über 7.777 Likes freuen. Dann werde ich demnächst mal wieder eine Episode bringen und das Ganze ohne FIFA Points machen. Und glaubt mir, Freunde, man kann da was richtig, richtig Krasses rausballern. Im Juli hat man echt extrem geile Möglichkeiten, einen extrem fetten Account hochzuziehen, auch wenn man jetzt erst anfängt, und ich werde euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und ich bin gespannt, ob wir heute überhaupt einen Shapeshifter sehen. Ich gehe mal stark davon aus. Ich habe ja auch letzte Woche 100.000 FIFA Points verzogen. Da waren zwei Shapeshifter-Icons dabei. Dementsprechend mache ich mir da erstmal keine Gedanken. Oh, es geht doch. Es ist natürlich der schlechteste, aber ist egal. Campe, die erste Shapeshifter-Icon ist eingetütet. 99 Tempo, 92 Dribbling, 89 Schießen. Ich glaube, den behalte ich sogar für das Team, was wir dann am Ende zusammen basteln, weil der sieht an sich gar nicht so schlecht aus. Bloß sein Dribbling, das ist nicht das Gelbe vom Ei, muss man leider sagen. Costa Quanta aktuell nur so Richtung 100k, habe ich, glaube ich, gesehen eben. Also er ist nicht besonders teuer, aber es ist halt auch ein Innenverteidiger, der jetzt auf dem linken Flügel spielt und hat halt leider nur 82 Beweglichkeit. Sonst wäre der krass. 86 Abschluss ist im Juli als linker Flügel auch nicht das Gelbe vom Ei. Das Goldene vom Ei, wollte ich schon fast sagen. Aber es ist eine geile Karte und wir werden den versuchen einzubauen. Was heißt versuchen? Wir schaffen das. Also die erste Shapeshifter-Icon kam relativ schnell. Ich bin gespannt, wie schnell dauert es bis zum ersten Shapeshifter. Mit Thiago Silva bin ich auf jeden Fall auch schon mal zufrieden. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Packs, wo überhaupt kein Walkout drin gewesen ist. Da ist das auf jeden Fall schon mal eine Steigerung. Und damit ist das erste Fünftel der FIFA-Points verzogen. Wir holen uns den nächsten Walkout und zwar Koulibaly, ein weiterer Spieler, der uns verlassen wird Richtung Saudi League. Es ist crazy, wie viele Spieler in diese Liga wechseln. Also das ist mittlerweile, es nimmt langsam Form an. Es ist gruselig, Freunde, es ist gruselig. Komm schon, es macht Bock, hier Shapeshifter zu ziehen. Deswegen gebt mir weitere. Und an euch ganz klare Nummer, Freunde, ladet keine FIFA Points auf. Ich mache das nur zu Unterhaltungszwecken für euch. Ihr könnt ganz entspannt einfach ohne FIFA Points zocken. Das ist nämlich immer noch das Beste, was man machen kann. Ihr kennt meine Serie. Was erreicht man in FIFA 23 ohne FIFA Points? Und wie ihr sehen könnt, es geht auch sehr, sehr gut ohne FIFA Points. Also diese Shapeshifter-Karten sind halt wirklich verrückt selten. Das ist krass. Wovon ich auch ein bisschen enttäuscht bin, muss ich sagen, dass keine Hero-Shapeshifter rausgekommen sind. Verstehe ich bis heute nicht, wieso das nicht passiert ist. Da hätte man so geile Karten rausbringen können. Und letztes Jahr haben die das ja auch gemacht. Ich denke, dass die da dieses Jahr einmal ein bisschen Abwechslung reinbringen wollten und dieses Jahr halt Shapeshifter-Icons rausgebracht haben. Aber ich hätte die Heroes trotzdem fast mehr gefühlt. Ich bin sowieso ein riesen Hero-Fan, muss ich sagen. Ja, also Walkout-technisch kann ich mich nicht beschweren. Wäre Ratti mit einem
87er Rating begrüßen wir in unserem Verein zusammen mit einem Trent Alexander-Arnold. Was haben wir sonst noch? Ja, also... Na, ich weiß nicht. Also es sind in jedem Pack nur sehr, sehr wenige über 84. Hier waren jetzt vier. Nee, es waren nur drei über 84. Mal schauen, wie viele im nächsten Pack drin sind. Okay, es ist schon mal ein Walkout. Aus England, Stürmer Harry Kane. Mit einer 89. Potenzial ist da, dass da mehr drin sind als beim letzten Mal. Aber das sieht schon mal gar nicht so gut aus. Zwei Karten. Das kannst du dir nicht ausdenken. Zwei Karten über 84. Da muss auf jeden Fall noch mehr Gas gegeben werden. Das Pack ist es jetzt. Es ist wieder eine Goldkarte. 30.000 FIFA-Points sind verzogen und hier ist kein Walkout drin. Der nächste Walkout ist am Start. Nachdem wir gerade einen 84er Tadic bekommen haben, bekommen wir einen Vinicius Junior. Da wäre Neymar nochmal cooler gewesen. Vinicius im Juli ist auch nicht mehr das Nonplusultra, muss man sagen. Und in dem Pack haben wir vier Spieler über 84. Nee, ist cool. Also 84 und höher auch noch. Komm schon. Wir haben eine Shapeshifter-Icon gezogen. Da muss mehr gehen. Der nächste 87er. Verratti schließt sich uns an. Den haben wir eben natürlich schon gezogen. Ja, es sind wieder nur 4 84er oder höher. Können wir nicht mal irgendwie 5, 6 oder 7 84er oder höher ziehen? Das wäre echt cool, Alter. Weiter geht's. Die Flagge heißt nichts Gutes. 85er Gulaschi. Und auch im nächsten Pack kein Walkout, sondern 85er Jordi Alba. Ja, es geht doch bitte. Ein Banger, Deutschland, Linksverteidiger. Klostermann mit einer 95er Bewertung. Sieht auf den ersten Blick echt nicht schlecht aus. Warte mal, sehe ich das gerade richtig, wie viel der kostet? Bruder, warte mal kurz. Ich mache das Ganze hier Freitagabend. 95er Klostermann. Also laut Footbin ist der brutal viel wert. Warte, habe ich das gerade richtig gesehen? Holy was? Er kostet 800.000, 900.000 Münzen. Also da kracht's komplett. Let's go. Wir haben tatsächlich einen richtigen Banger gezogen. Also den packe ich mir in den Verein und den werde ich, glaube ich, verkaufen, weil mit dem machen wir halt richtig viel Cash. Und tatsächlich, er kostet 800.000. Einer ist gerade sehr günstig draufgestellt worden. 750. Ich hoffe, dass der schnell weggeht. Okay, ich habe den jetzt für 777.000 draufgestellt. Ich hoffe, dass er weggeht. Das wäre blöd. Und wir haben auch noch echt viele FIFA-Points. 60.000 FIFA-Points. Wie viel haben wir auf der Uhr? 15 Minuten. Also ein bisschen Gas müssen wir schon geben. Okay, im nächsten Pack wieder Lukaku. Ist nice. Okay, ich habe das Gefühl, dass mit dem Klostermann ging nach hinten los. Der wird nicht verkauft. Oh Mann, Alter. Stattdessen ziehen wir einen Hero Dempsey. Der wird auch gar nichts mehr kosten. Aber ist trotzdem nice to have. Ist nice to have. Weiter geht's. Mahrez ist am Start als Walkout. Und im nächsten, ja, der Fake KDB. Deutschland Innenverteidiger. Der gute alte Süle. Das regt mich gerade extrem auf, dass der Klostermann nicht verkauft wird. Der wird dann halt auch nicht innerhalb der Stunde, in der wir das Experiment machen, verkauft. Ja, müssen wir gleich mal schauen, wie wir das regeln. Also, den müssen wir schon noch irgendwie einberechnen. Sonst haben wir den absolut umsonst gezogen. Frankreich, Innenverteidiger, Varane, nee. So, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ich würde sagen, es wird mal Zeit für eine eigene SBC. Das mit Klostermann. Sehr, sehr belastend, wirklich. Das kann doch jetzt nicht sein. So, hier ist das 87er Team vom Icon Pick. Da musste ich nur einen Trotz Moments kaufen. Die restlichen machen wir so. Da ist das Ding. Alle SBCs sind abgeschlossen und damit können wir unseren ersten 90 plus Icon Pick öffnen. Da bin ich jetzt gespannt. Let's go, wir gehen rein in den Pick. Wir sehen nur die Flagge und mit einem Skipper. Und wir haben einen Brasilianer und einen Franzosen. Der Mexikaner, der, ja, das wird wahrscheinlich Hernandez sein. Franzose kann aber auch ballern. Wir gehen rein, ist aber ein Prime Plonk. Mäh. Wer ist der Mexikaner? Hernandez. Mäh. Komm, Brasilianer muss jetzt eine Event-Icon sein. Keine Ahnung, ist glaube ich nicht. 88 passen, 86 schießen. Sieht offensiv aus, ist aber Kaká, oder? Ja, ist der gute alte Kaká. Wie oft habe ich den dieses Jahr schon gezogen? Wirklich, bei den Brasilianern kriegt man immer diesen Kaká angeboten. Der Pick war nicht gut. Wäre es Food Birthday Kaká gewesen, cool. Aber so ist es Quatsch. So, wir müssen wieder Packs ziehen. 25 Minuten sind schon vorbei. Wir haben aber noch relativ viele FIFA-Points. Und wir wollen nochmal einen Shapeshifter oder eine Shapeshifter-Icon ziehen. Und nicht Thiago Silva. Der nächste Walkout. Komm, gib mir den Mbappé, Mignon.
Freunde, ich bin hier absolut am Sweaten, mal wieder bei 30 Grad im Zimmer. Ich liebe YouTube und Sommer in der Kombination, wirklich. Das ist eine 10 von 10. Lasst ein Abo da, das würde mich auf jeden Fall abkühlen. Ihr seid doch die Besten. Der nächste Workout, komm. Ich will nochmal eine Icon oder einen Shapeshifter, dann bin ich schon zufrieden. Workout-technisch kann ich mich nicht beschweren, die kommen rein, auch wenn es wieder nur Parejo ist. Ich muss jetzt auf jeden Fall Vollgas geben. Wir sind zwar erst bei einer halben Stunde ungefähr, aber ich muss ja auch noch alles verkaufen. Ich will noch einen zweiten Icon-Pick ziehen, also wir haben hier definitiv noch was zu tun, so ist es nicht. Workout nach Workout nach Workout und das ist mal wieder Toni Groß. Die letzten 30.000 FIFA-Points, das ist wieder Thomas Müller. Also es ist verrückt, wie selten die Shapeshifter sind. Wir können froh sein, dass wir zumindest einen teuren gezogen haben, auch wenn er jetzt jede Minute fällt, weil er nicht verkauft wurde. Ich krieg die Krise. Kostet schon nur noch 700k. Die letzten 10 Packs, die letzten habe ich euch schon gar nicht mehr gezeigt, weil da eigentlich fast nichts mehr drin war. Alisson ist nochmal in Ordnung vom Rating her. Ja, nochmal eine Shapeshifter-Icon, bitte nicht England. Ich hab's gechinkst. Es tut mir leid. Campbell, wer auch sonst. Jede andere Icon wäre wahrscheinlich einiges wert gewesen. Das ist schade. Ja, war klar, dass es dann eher wird. Vielleicht ist noch was dahinter. Donnarumma ist krass. Ja, okay, aber die Coins nehme ich mit. Mittlerweile bin ich die Walkouts sogar am Skippen, weil ich die nicht mehr sehen kann, die Golddinger. Ja, bitte nicht. Dicker. Hä, Bruder, gib mir halt eine gute Icon. Campbell, ich feiere dich trotzdem. Du bringst jedes Mal Richtung 100.000 Münzen. Aber Bruder, dreimal? Wirklich? So, die letzten 5 Packs. Wenn wir jetzt nochmal Campbell ziehen, dann weiß ich auch nicht wirklich. Nochmal ein Walkout Brasilien Hüter. Das ist immer 89er Rating, das ist stark. Ja, das wird nochmal Sadio Mané, auch nice. 3 Packs noch Walkout. Das ist Robertson. Moin. Vorletztes Pack. Walkout. Wieder Sadio Mané. Und damit gehen wir rein in unser letztes Pack. Wir sind bei über 1 Million Coins, ohne dass wir überhaupt was verkauft haben. Und haben sogar noch den guten Klostermann. Zieht im letzten Pack nochmal ein 91er KDB. Überragend. Wir stehen bei circa 38 Minuten. Ich würde sagen, bevor ich alles verkaufe, machen wir jetzt noch den zweiten Icon-Pick. Und da ist er, der zweite Icon-Pick. Und jetzt will ich einen besseren Brasilianer hier drin sehen. Let's go, wir gehen auch hier wieder rein. Zack, zack, zack. Okay, das wird gar nichts. 3, 2, 1. Ja, Stoichkov, Pirlo und Ian Rush. Wir gehen mit Pirlo, aber... Bruder, da muss ich los. So, wir sind jetzt bei 41 Minuten. Ich würde sagen, ich verkaufe alles, was ich gezogen habe. Dann warte ich noch, bis der Klostermann ausgelaufen ist. Das heißt, ich warte quasi mehr als eine Stunde, aber ich werde dann in der Zeit nichts machen, sodass wir dann quasi nur eine Stunde effektiv nutzen, damit ihr da Bescheid wisst. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Klostermann am Ende des Tages für 575.000 verkauft. Also da hätten wir auch mehr mitnehmen können. Hätte ich das am Anfang nicht verhauen. Und ansonsten, ich habe jetzt doch alle Campbell-Karten verkauft, damit wir ein noch besseres Team bauen können. Und das machen wir jetzt. Und hier sind auch schon die ersten 2 Karten drin. Kaká und Pirlo aus den Icon-Picks. Im Tor bei uns steht dann Dudek Hero. Ist eine sehr, sehr geile Karte. Die brauchen wir aus Chemiegründen. Unser erster Innenverteidiger ist dann Ruben Dias. Und unser zweiter Innenverteidiger ist die Shapeshifter-Icon von Petit. Der sieht auch wirklich sehr, sehr knackig aus, muss ich sagen, als Innenverteidiger. Unser Rechtsverteidiger ist eine Shapeshifter-Premium-Karte. Und zwar Wilfried Zaha, richtig nice unterwegs, sogar mit 5-Star Skills, 98 Tempo, der sieht sehr, sehr spielbar aus. Und der Linksverteidiger ist wahrscheinlich sowieso einer der besten Linksverteidiger im Spiel, Alphonso Davies. Ich habe ihn auch auf der RTG, er ist eine absolute Maschine auf links außen. Das Mittelfeld macht dann Leon Goretzka komplett und ich kann nicht glauben, dass der nur 178.000 Münzen kostet für so eine Banger-Karte. Über rechts spielt dann natürlich die Maschine Richarlison mit echt krassen Stats. 5-Star Skills, 5-Star Weakfoot. Und über den linken Flügel spielen wir die Maschine Manuel Neuer. Was ein Typ. Und perfekt gemacht wird dieses Team durch den GOAT
Harry Maguire als Stürmer. Was eine Karte. Wir haben alle so lange auf ihn gewartet. Und hier ist unser Team. 100.000 FIFA-Points in einer Stunde. Und das ist dabei rausgekommen. Was sagt ihr zum Team? Ich finde, es sieht sehr, sehr geil aus. Man kann es natürlich auch nochmal komplett anders bauen. Ein Spiel kann ich auf dem Account nicht machen, denn ich bin hier in Division 10. Und das würde, ja, dem Gegner keinen Spaß bereiten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt noch das Video hier ab. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.